Ein herzlich willkommen zu einem Part von Heyday Farm Bewerter, der 5 neue Farm am Start, auch im Part 5 hier, die wir uns angucken werden, bewerten werden, eine Bewertung von 0 bis 10 aufgeben werden und die Farm in ihre Einzelteile zerlegen werden. Ja, wenn ihr auch mitmachen wollt, euch dabei zerlegen lassen wollt, dann schickt eine Anfrage an diese Farm und vergesst nicht eine Anfrage zu schicken, sehr wichtig, und schreibt euer Ingame-Namen, Level und Kürzel in die Kommentare, dann seid ihr dabei. Ich werde darauf liken und wenn ich den Kommentar geliked habe, seid ihr auch dabei. Also wenn ihr kommentiert habt, dann seid ihr auf jeden Fall schon dabei, davon könnt ihr ausgehen. Ich nehme nicht direkt an, aber ich werde auf jeden Fall annehmen. Und ja, 5 neue Farm hier am Start. Die Gewinner am Ende der Season bekommen richtig tolle Preise, deswegen macht mit, kostet nichts. Und wir haben Spaß und sehen eure Farm und ja, schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den Farmen haltet. Und mal eure eigene Einschätzung und Bewertung, weil die weicht vielleicht ein bisschen von meiner ab, denn ich bin ja doch schon so ein bisschen der Dieter Bohlen des Farmbewertens. Habe ich auf jeden Fall schon häufiger gehört. Okay, Fabian, Level 36 mit einem Maiskolben hier am Stissel, der nicht so viel dekoriert hat, auch noch nicht so viel erweitert hat. Wobei im Verhältnis zu den Farmen, die wir bisher in dieser Season, auch in den letzten 5 Seasons gesehen haben, schon ein bisschen mehr als andere in dem gleichen Level. Ja, das sieht ein bisschen so random aus. Hier so ein paar Statuen hingestellt, vor allem Weihnachten haben wir noch gar nicht. Was aber egal ist. Ist nicht so saisonabhängig hier das Farm bewerten. Und die Mauer dann da. Vor allem die Mauer geht auch hier hinterher, was ich nicht so ganz verstehe. Der Weg geht hier raus. Geht hier in der Mauer runter. Das ist ein bisschen nicht so verständlich für mich. Ich meine, die Mauer hätte es auch hier auflassen hören können. Es wäre jetzt nicht so wichtig, den noch recht zu ziehen. Wege, Hühner, Gebäude. Dann geht eine Hecke los. Hier ist das große Nichts. Hallo Katrin. Und Schmelzöfen. Tiere, Massentierhaltung mit Doppelweg und ja, obwohl die Hühner stehen hier, nicht ganz Massentierhaltung, Massentierhaltung ohne Hühner und Ziegen, obwohl, ja, okay, nee, es fehlt dir noch so ein bisschen die Idee, aber du hast jetzt hier die Gebäude, da die Tiere und hier sind ein bisschen die Büsche und Schmelzöfen ist auch schon ready, aber du brauchst doch so, das ist eine Deko-Idee, die sich so ein bisschen durch die Farm durchzieht. Du hast jetzt hier, also alles so aufgeteilt, hast so ein bisschen Dekoration da stehen, wie hier die Statue, ein bisschen den Eingang gemacht, hier einen Eingang gemacht, weil es noch nicht so ganz richtig passt, weil du hast noch keine Verbindung untereinander mit den Sachen, was ja noch kommen wird, was ich mich auch freut, wenn das kommt. Und dann hier noch so die Tiere. Wenn du das noch alles so miteinander verbinden würdest, sei es jetzt Wege, sei es auch eventuell einfach nur aneckende Mauern oder sonst irgendwas, das wäre schon nice und würde die Farm auf jeden Fall viel, viel besser machen. Und natürlich auch so Gleichmäßigkeiten. Hier drei Bambus, da ein Bambus. Warum nicht einen Bambus rüber machen? Den Notenschlüssel weg, den brauchst du nicht. Ich will den linken Bambus hier rüber, Notenschlüssel weg. Wird auch schon viel besser aussehen. Hier der Zaun, der macht auch nicht so viel Sinn. Genauso wie dieser hier. Wenn das schon mal ein bisschen aufräumst, dann wäre die Farm auch schon viel besser. Und das Haar hatte. Das heißt, er spielt schon seit 2018. Was auch cool ist. Also diese Heyday-Buchstaben, das fragen sie auch viele, die gab es beim Geburtstagsevent 2018 von Heyday. Und das H gab es zweimal. Ja. 18 oder 19? Ich meine 18. Bin mir nicht sehr sicher, dass die 18 gab. Ja, Fabian, was geben wir deiner Farm für eine Note? Ich gebe dir einen Punkt. Ein Punkt von 10. Ein Ehrenpunkt für die Teilnahme und für den Anfang der Deko. Der Anfang deiner Karriere bei Farm bewerten. Ich weiß, dass genau das beim nächsten Mal eine viel bessere Farm haben wirst. Von der Deko her. Okay, nächste Farm. Das ist Yo. Level 64. Yo. Let's go. Oh, das ist cool. Das sticht dann direkt ins Auge. Weißt du nicht, was das sein soll, aber sticht dann ins Auge. Oh, ich bin schon so lost. Ich weiß jetzt schon, dass ihr in den Kommentaren schreibt, ey, das ist doch das und das. Und ihr erkennt schon wieder nicht. Scheiße. Was ist das? Ist das ein Teddy? Man guckt hier so einen Schwanz raus. Ach so, das ist ein Eichhörnchen. Oh, ich dachte schon. Das ist ein Eichhörnchen. Ich erkenne. Könnte ein Teddy sein, ich weiß nicht genau. Oder ein Stern. Ja. Obwohl ein Teddy und ein Stern ist schon ein Riesenunterschied, ne? Schwierig. Es ist auf jeden Fall ein cooles Muster. Da sind wir uns einig. Aber das finde ich schade. Ey, hier oben so gut dekoriert und dann, also mehr dekoriert und dann hier unten flacht das so ab. Vor allem in der Mitte eher. In der Mitte so richtig dekoriert und
oben, unten gar nicht. Das ist wie so ein Sandwich. Obwohl, eigentlich kein Sandwich, ein Anti-Sandwich. Oben, unten kein Brot, in der Mitte nur eine fette Frikadelle. Die Gebäude stehen so ein bisschen ratlos hier in der Gegend rum. Dann kommt hier ein bisschen Massentierhaltung mit Blumenhecke. Die Hühner stehen noch ein bisschen einzeln. Ich finde diesen Konfusionsweg hier nicht so cool, auch mit den Weizenballen, das passt nicht so. Die Himbeersträucher drum kann man machen, aber ich würde das besser finden, wenn das irgendwie so geschlossener wäre dann. Weil hier oben offen beim Schiff, das passt irgendwie nicht so, nicht in die Ecke. Du hast auf der einen Seite Schiff, auf der anderen Seite Gebäude, das passt nicht so ganz. Hier so ein Fischschildzaun, finde ich auch ein bisschen komisch. Weiß auch nicht, was der da so zu suchen hat. Eingang hat er nicht gemacht. Hallo Katrin! Und dann hier so eine Art Park. Finde ich ein bisschen komisch. Es kommt mir eher so vor, als würde hier so ein bisschen alles random stehen. Ein Eisteich, einen normalen Teich, diesen Schokozug da, Notenschlüssel, Bahngleis, Eiskatrin, Schneehasen, dann China-Blumen. Passt nicht so ganz zusammen, ist so ein bisschen random. Die Felder hier. Blumenweg. Oder so. Ich verstehe die Trennung der Felder nicht und auch nicht, warum hier ein Weg vor ist und da nicht. Ein bisschen war da so ein brauner, ein 2. Sieht auch wieder so ein bisschen so zufällig aus, ne? Hier geht's zu den Tieren. Das hier finde ich cool, diese Quadrate. Warum? Ich würde hier nicht so eine komische Ecke machen, das brauchst du nicht. Einfach Quadrate drumherum machen. Das Muster ist cool, habe ich gerade schon gesagt. Und dann hier.
schließen lassen. Weil hier ist das ja nicht so, oh, die Hecke begrenzt jetzt so einen Bereich ein. Nein, hier ist jetzt die Hecke, die gehört zum Design, zum Gebäude, zu dem Weg dazu. Ich finde das echt ein bisschen komisch platziert. Vor allem hier sind so zwei Hecken. Warum? Oder hier dann eine neben dem Fass. Oder hier eine. Das ist für mich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Verstehe ich nicht so. Und hier auch versetzt. Warum verbindet man die nicht? Hier auch wieder eine. Also das hier, oder hier wieder zwei, das mit den Hecken, das verstehe ich hier oben nicht. Ich finde, du hättest auch ein richtig gutes Design ohne diese Hecken machen können. Oder du machst den Bereich mit den Hecken und machst in den Bereichen dann noch ein bisschen mehr mit Deko. Ich meine, so an sich, wenn man einmal drüber geht, denkt man, oh cool. Aber wenn man so genauer hinguckt, dann sieht man, doch nicht so ganz nice. Ist hier eine Kiste oder was ist hier? Ist irgendwas Rotes? Ach, das sind Futtermühlen. Schmelzöfen finde ich cool hinter den roten Mauern. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist cool. Ist okay, kann man machen. Felder auch nicht besonders angetouched. Mit der Weg am Silo und Scheune vorbei, die haben bekommen eigenen Bereich. Ich verstehe nicht ganz, was das Wasserding da macht. Das ist ja zum Putzen eigentlich, ne? Zum Waschen, Putzen. Denn hier ist dann ohne. Fällt gerade der Name nicht ein von der Hecke. Wie heißt das nochmal? Ah ja, Hecke, ja. Genau, Hecke. Ohne Heckendesign. Und hier unten rechts ist nichts. Und Tiere. Ja, also hier, ich finde, hier könnte auf jeden Fall noch ausgebessert werden. So ein bisschen mehr. Ich weiß, es ist zwar so ein Chaos-Design, aber ein bisschen mehr. Trotzdem noch Struktur und designtechnisch kann hier einfließen. Weil es schließt mich nicht so ganz, wann eine Hecke kommt, wann nicht. Und hier ist noch ein bisschen leer, was so den Rest angeht, weil hier einfach nur mit Wegen verbunden wurde und der Rest so ein bisschen dann so verteilt steht, ohne Struktur. Was ja auch nicht schlimm ist ohne Struktur, aber wenn du dann so diese Strukturlosigkeit hast, dann brauchst du ein bisschen mehr Inhalt als sonst, weil sonst macht das keinen Sinn. Ja, der Weg ist zwar durchgehend da, aber dann fehlt es noch ein bisschen mehr an Inhalt. Okay, Zoe, ich gebe dir für deine Farm... Eine 3 von 10. So, auf zur nächsten Farm. Das ist Noah, I need you. Level 72. Noah, I need you. Wer ist Noah und warum brauchst du ihn? Herz. Ist das Liebeskummer? Wir wollen jetzt nicht auf den Namen rumreiten. Es war ja auch kein Rumreiten. Ich habe mir nur gefragt, warum man sich so nennt. Aber okay. Wird die Person schon sehr gut wissen. Ist ja auch jedem frei, wie man sich nennt. Ne? Ist ja halt. War gerade nur eine Frage, die ich habe nur laut gedacht. Einfach nur laut gedacht. Einfach ignorieren. Wenn Farm bewerten, Aufnahme am Start ist, dann ist Denken ausgeschaltet und einfach nur nach der Mund an. Alles, was im Gehirn ankommt, wird aus dem Mund rausgepresst. Okay, also diesen versetzten Weg vom Schiff zum Gebäude finde ich cool. Nur ich finde ein bisschen doof, dass das dann hier am... Finde ich das doof oder finde ich das gut, dass es hier an dem Schild endet? Weil da kommt ja dann nichts mehr an. Ich glaube, du hättest hier noch... Boah, ich werde heiser. Boah, heftig. Ich glaube, du hättest hier noch einen Weg nach links machen können. Baum weg. Und dann auch einen Weg darunter, damit man dann sieht, dass man dann auch hingehen kann oder nach rechts. Aber ich glaube, hier kann man nichts platzieren. Weil da fehlt einem jetzt so ein bisschen der Platz, daher zu gehen. Hier die Tiere... Ich weiß nicht, ob Zaunmauer und Hecke hier zu viel ist. Vor allem hat dann noch mit den Honigbüschen dazwischen. Sieht mir schon ein bisschen heftig aus. Und hier mit den einzelnen Zaunstäben finde ich nie so nice.
hätte ich eher dann einen verbundenen gehabt, so wie hier, und einen Baum dazwischen. Und dann noch einen Honigbusch am Ende, weißt du? Klar, du hast da hier auch so einen Baum stehen, aber die kannst du ja dann einfach umdrehen. Würde ich nur keinen, nicht diesen Baum nehmen, würde ich auch einen kleineren Baum nehmen, wie Kakaobaum. Ja, meinen hast du ja hier auch, ich verstehe nicht, warum hier der große steht. Dann einfach die Honigbüsche dann nach hinten. Moment. Ah, hier hast du einen längeren Weg. Okay, ja, deswegen macht das Design nicht so Sinn. Okay. Also was du machen kannst, entweder den Honigbusch und Baum drehen, oder du drehst einmal die Bäume. Das heißt, du würdest dann Kakaobaum, Zaun, Zaun, Apfelbaum, Baum, Zaun, Zaun, Busch, Zaun, Zaun, Baum, Zaun, Zaun, Baum. Dann kommst du wieder hier rum. Jetzt Zaun, Zaun, Honig und dann Zaun, Zaun und so weiter. Und dann könntest du hier dann restlichen Zaun, wo du noch nichts zwischen hast, damit einbauen. Das könntest du ja dann so schieben, dass es dann hier wieder passt. Ich glaube, ein Zaun wird dann übrig bleiben, wenn du es drehst. Aber es wird besser sein, als hier diese zwei einzelnen Stäbe zu machen. So würde ich das machen. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du hier einen Weg hoch gemacht hast, aber keiner runter geht. Wenn du jetzt hier, sagen wir mal, einen Weg rein machst, du kannst den Zaun auch einfach wegmachen. Wenn du jetzt hier nach links gehst, nach unten, Weg rüber, zack, dann wärst du auch verbunden. Das wäre auch ganz cool. Weil du hast ja hier auf dieser Seite keinen Zaun, dann brauchst du den hier auch nicht. Dann kannst du diesen Zaun auch quasi wegmachen, nur den Baum da stehen lassen, dann geht der Zaun bis hier. Du kannst hier noch irgendwie Statue oder sowas hinstellen oder auch noch einen Busch oder so. Und dann den Weg hier hoch machen. Das wäre auch eine Idee. Okay, und hier die Bäume, Gebäude bei den Bäumen mit Wegen zwischen. Mhm. Und hier versetzte Hecke. Sieht aus, als wäre dieser Teil höher als der untere, als der hintere. Jetzt sage ich auch schon untere. Ich finde, die Saftpresse passt da nicht rein. Die würde ich woanders hinstellen. Ein Weg zu Rosé und Ernest. Hier finde ich das wieder cool mit den einzelnen Mauern. So eine Art Straße hier gebaut. Das ist cool gemacht. Auch mit den Laternen und mit den Bäumen abwechselnd. Das könntest du auch hier am Rand machen. Du musst ja nicht mit dem Baum Zaunkack machen. Ja, Kack jetzt nur, weil kompliziert. Kack gleich kompliziert. Du kannst ja auch hier nochmal Tanne und Laterne machen. Jetzt auch einheitlich. Aber dann müsstest du es auch weitermachen als hier. Wenn es komplett um eine Farm hätte, das wäre natürlich schon nice. Das würde richtig gut aussehen. Weil das gibt so ein Park. Waldflair, was du dann hier durch die, wenn du die Mauer machst, ein bisschen verlierst. Das hast du ja hier auch, diesen Park Waldflair. Ein bisschen mehr Geld da ist, kann man das ja definitiv mal in Angriff nehmen. Honigbüsche finde ich da ein bisschen random. Scheune, Silo, Futtermühle. Kommt der normale Weg. Warum hier so ein Blumenhecke als Kreuz da ist, weiß ich auch nicht. Das macht irgendwie nicht so Sinn. Auch hier die Blumenhecke macht keinen Sinn. Blumenhecke hier macht auch keinen Sinn, um echt zu sein. Das könnte man für Deko ersetzen. Die Ziegen sind ohne großen Inhalt, da stehen halt nur Kirschbäume, Baum. Bisschen schade. Schweine, Kühe. Da ist der Weg dran, der geht dann hier hoch. Ja, es tut mir leid, Leute, aber solche Farmen brauchen Zeit. Da ist man nicht mal eben mit einer Minute bewerten durch. Und ich will mir auch die Zeit für jeden nehmen. Wenn man einmal pro Season drankommt, dann nehme ich mir auch die Zeit für die Einzelnen. Ich hoffe, dass stößt auf Verständnis. Vor allem, wenn das jetzt eure Farm wäre, würdet ihr euch freuen, wenn ich mir so viel Zeit nehme. Was ich hier nicht verstehe, erstmal sind die Schafe versetzt und zweitens verstehe ich die Hecke drumherum überhaupt nicht. Die Hecke macht gar keinen Sinn. Vor allem hier, guck mal, zwei Hecken, eine Hecke, drei Hecken. Das ist ja, und hier auch. Die Hecke, also die Hecke hier macht überhaupt keinen Sinn. Das will ich nochmal hier überarbeiten mit den Schafen. Sieht auch überhaupt nicht gut aus. Mit den Feldern ist cool. Auch mit den Statuen. Der Weg, der passt doch gut zu den Statuen. Ich weiß noch nicht, ob die weiße Mauer hier das Beste ist. Wie gesagt, wenn du dieses Laterne-Tanne-Ding durchziehen könntest, das wäre am besten. Weil du hast auf dieser ganzen Farm so einen Park. Durch ein. Ja, wie nennt man das? Park-Dings da.
Waldflair. Das wird sich voll gut umsetzen lassen hier. Auch wenn du dann nicht mehr so gut dahinter sehen kannst, weil Tandem schon ein bisschen Platz sein, aber trotzdem wäre es besser. Und hier ist ein bisschen random hier unten. Da passt überhaupt nichts mehr zusammen. Hier noch so, aber dann hier rüber. Hm. Will ich auch nochmal überarbeiten. Ja, Noah, I need you. Was geben wir dir für eine Note? Echt eine coole Farm. Auch konnte man viele Sachen ansprechen und viel auch noch, was du verbessern kannst. Deswegen gebe ich dir für deine Farm. Eine 5,5. Okay, nächste Farm ist Mehfarm. Level 134. Mehfarm. Ui. Was erwartet uns hier? Ein strukturiertes Nicht-Chaos erwartet uns hier. Eine sehr praktisch angelehnte Farm. Das kann man jetzt schon mal festhalten. Dekomäßig ist das meistens immer nicht so gut, weil es ja strukturiert ist, aber... Also da wollte sie aber, dass die Schmelzöfen nicht mehr gefunden werden, den ganzen Bäumen. Die bunten. Mit den bunten Bäumen finde ich cool. Macht zwar keinen Sinn hier, aber das finde ich cool. Auch hier. Ist das der gleiche Rhythmus? Lila, rot, orange, gelb, grün, grün. Lila, rot, orange, gelb, grün, grün. Okay. Zweimal hat sie das. Oliven, Kakaobäume, Apfel, Kirsche, Zitronen, Orangen. Ja, also hier ist ja komplett, das ist ja komplett Struktur. Ist mir, glaube ich, schon zu strukturiert. Hier Massentierhaltung im Weg zwischen. Felder. Mit Kalkstein. Und Himbeerbüschen und Reifen. Ist das zu viel? Hm. Boah, das... Irgendwas... Das ist so ein richtiger Kontrast hier, dieses Kalkstein, Hecke, Scheune, Silo-Ding. Vor allem auch zu den Schmelzöfen. Hier ist dann alles voll, da ist alles leer. Weg zur Mine. Ich meine, die Farm ist schön, aber ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, boah, geil, wisst ihr? Es fehlt hier so ein bisschen der... Ah, jetzt auch nochmal lila, rot, orange, gelb und grün. Also das finde ich am coolsten hier mit den Bäumen abwechselnd. Und das ist halt einfach schön strukturiert, ne? Ordentlich, gut managebar. Übersichtlich. Kommt man gut klar mit der Farm. Das hier finde ich ein bisschen unnötig mit den Reifen und den Pflanzen. Auch genauso wie mit den Kaffeesträuchern, die haben da irgendwie auch ein bisschen irgendwie... Oh, ist das das Design? Na, hier... Pflaumen sind das, ne? Das sind auch Pflaumen. Pflaumen, Pflaumen. Kaffee, Pflaumen. Bananen? Das ist Bananen? Nee. Nee, es sind keine Bananen. Ich würde ja einheitlich da machen. Hier Pflaumen, Pflaumen und dann hier nochmal Bananen hin. Das ist doch Bananen? Bin ich gerade dumm? Also wenn das Bananen sind, ist gut. Wenn nicht, dann mach hier Bananen hin. Ich bin gerade dumm, glaube ich. Das sind doch Pflaumen, oder? Das sind Pflaumen. Oder warte mal. Der Baum hat so zwei Abgänger. Ne, es sind Bananen. Es sind tatsächlich Bananen. Ganz dünn. Oder? Ja, es müssten Bananen sein. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, aber...
Ah, müssten Bananen sein. Ja, okay. Wie gesagt, müssen wir Bananen nennen. Und also Struktur ist es wirklich eine 10 von 10. Also strukturierter geht es ja kaum. Also strukturierter, managebarer geht es ja kaum als diese Farm hier. Was mir nur stören würde, ist, dass die Felder hier sind. Weil hier muss man immer runtergehen. Dann vergisst man die auch. Wenn die hier wären, wäre es besser. Aber gut, das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber dekotechnisch ist es halt auch gut. Aber das Ding ist halt, es fehlt halt so dieser Touch, wo es besonders ist. Und ja, Level 134, oh, da könnte noch mehr drin sein und so. Und ja, das fehlt so ein bisschen. Ich gebe dir für deine Farm, Mehfarm. Ja, was geben wir da? Schwierig. Ich gebe dir eine 6 von 10. Das war's für den Part, Leute. Boah, schon wieder so lange, ey. Sorry, aber ich nehme mir für jede Farm immer Zeit. Ihr müsst das verstehen. Ich möchte mir auch für jede Farm Zeit nehmen. Weil jede Farm nur einmal pro Season drankommt. Okay, Fabian 1 von 10. Yo und Zoe 3 von 10. Noah, I need you 5,5 von 10. Und Mayfarm, Tagessiegerin hier mit 6 von 10 und der strukturiertesten Farm, die wir bisher gesehen haben. Okay, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.